Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zoo 2 Animal Park. Ja, wir haben ja hier noch ein bisschen zu tun. Ein Tierchen wollen wir ja noch aus den Truhen befreien. Aber weil ich gerade hier beim Kap Groß Kudu bin, habe ich mir überlegt, dass wir vielleicht das erstmal vervollständigen. Das steht ja auch noch auf. Oh Mann. Ach, zu viele Tierchen. Ich glaube, ich muss ja schon mal, mal wieder eintauschen eventuell. Okay, dann würde ich sagen, packen wir erstmal das zweite hier rein. Ja, gibt es erstmal Werbung, nur das ist nett. Und damit sind wir, ja, doch mit den Kap-Groß-Kudus auch auf dem Laufenden. Sehr schön. Ich finde die auch sehr cool. Ne? Sind schon schöne Tiere. Okay, dann würde ich sagen, verschieben wir mal das Savannengehege. Ich glaube, ich schließe das hier einfach direkt an. Und packe, ja, was mache ich denn jetzt? Packe ich so einen Weg da noch mit dran? Ich glaube, ich habe, ja, einen hatte ich noch, genau. Pack mal erstmal hier ran. Also ich habe im Kujali Park mal so ein bisschen hier angefangen, meine Gehege oder meine ja, Erweiterungen auch tatsächlich frei zu ja, arbeiten. Ist ja nicht ganz so kostengünstig, ne? Aber naja, gut, so ist das eben. Müssen wir durch. So. Dann, ach Quatsch, hier will ich ja gar nicht hin. Ich will hier hin. Und ja, dann geht's an die Giraffengazelle, würde ich mal sagen. Schauen wir mal, wie viel war jetzt hier. Ja, siehst du, da geht's auch schon los. Da ich nicht so viele Truhen habe, hauen wir mal ein paar Schlüssel raus. Bitte. Oh nee, es wird wieder der letzte sein. Könnt ihr glauben? Nee, da der vorletzte. Schön. Okay, Getränkestand. Habe ich davon schon Puzzleteile? Ich glaube ja. Egal, Belohnung abholen. Wir sind heute hier wegen der Giraffengazelle. Vollenden, 10.000, alles klar. Ich würde sagen, das mache ich doch auch glatt mal, denn ich muss ja Truhen sparen. Schön. Die ist ja mal, wow. Das gefällt mir. Ja, ja, Giraffe halt, ne, so ein bisschen. Ist schon cool. Schönes Tier. Richtig schick. Wunderbar. Ja, feine Sache. Dann gucken wir doch gleich mal ins Gehege. Zwei passen rein. Na, das ist ja ein Traum. Dann brauche ich mich ja hier gar nicht so abhetzen. Dann kann ich das hier mal einen Tuck hochschieben, dass wir hier vielleicht noch ein bisschen Dekokrams dazwischen kriegen. Ja, vielleicht schiebe ich auch noch mal zwei hoch und gucken mal einfach mal. So, ich glaube, den brauche ich nicht mehr. Das heißt, hier tausche ich mal weg. Und das tauschen wir auch gleich mal weg. Das kann ich ja auch ruhig mal mit euch zusammen machen, oder? Alles, was wir schon so haben, wegtauschen. Den Schuhschnabel haben wir auch schon. Den hier, ja, tauschen wir auch weg. Also ist schon erstaunlich, was man eigentlich alles schon an Tierchen hat. Aber dann irgendwie auch wieder nicht, ne? Okay, den Partyplatz tausche ich mir weg. Oh, der hat nicht viel gebracht. Und ich würde sagen, den tauschen wir auch weg. Den haben wir auch schon. Und ja, nee, danke. Muss ich nicht so haben. Die können wir nicht wegtauschen. Ja, bei dem Rentier muss ich nochmal gucken. Ach komm, wir tauschen einfach mal die ganzen kleinen Sachen weg. Das ist mir irgendwie auch ein bisschen zu kitschelig. Muss nicht sein. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Du meine Güte. Du meine Herren. So, und Ställe werden bei mir auch weggetauscht. Na wow, das hat sich ja mal richtig gelohnt. Aber nun gut. So, den brauchen wir auch nicht. Und den Goldfasan habe ich auch schon. Da sind wir doch ganz gut unterwegs. Und ich glaube, bei dem Saola muss ich dann auch nochmal gucken. Bin ich, glaube ich, auch noch schuldig. Oh, 4.000. Na, holla, die Waldfee. Ja, das ist doch cool. Dann können wir hier gleich, nein, da reingehen. So weit ist es schon. Oh, Mann. Oh je. Ja, guck mal, gleich im ersten Anlauf Schlüssel gespart. Das ist doch sehr schön. Dann kommt die Giraffengazelle Nummer 2 ins Gehege.
Sehr schick. Die gefallen mir wirklich gut. Die passen auch hier sehr gut zusammen. Da fände ich ja cool, wenn man wie im Wasser so eine Tiere tatsächlich in ein Gehege packen könnte. Das wäre irgendwie cool, oder? Dass sie so zusammengrasen können oder was. Fände ich schon irgendwie klasse. Okay, dann gucken wir mal. Haben wir hier von was parat? Nein, natürlich nicht. Ja, und das dürfen wir. Oh, doch, da guck mal. Da haben wir was. Das packen wir mal hier mitten rein. Also ein Trog und Wasser. Und bevor ich wieder Sachen eintausche, gucke ich diesmal mal gleich rein, ob ich noch Deko habe. Ja, guck mal, ein bisschen Deko habe ich noch. Und da das Gehege nicht allzu groß ist, belassen wir es, glaube ich, auch dabei. So, wir gehen hier hin. Ach, guck mal hier, tauschen. Wunderbar. Ja, Wasser und Eis brauchen wir aktuell nicht. Wir, ja, guck mal hier, das hätte ich auch noch gehabt, diesen Spielbaum. Wunderbar. Ja. Ich befürchte, dass wir da von den letzten Malen nichts mehr über haben, oder? Warte, jetzt habe ich hier. Oh nein! Oh. Also heute verklicke ich mich irgendwie in einer Tour, wa? Das ist nicht so schön. Ach nee, das war ein anderes Spielgerät. Alles klar. Oh, hier so ein schöner Baum ist auch immer toll. Also hier, ne? Komm, nehmen wir mal mit. Warum nicht? Haben wir noch Sachen? Bitte. Bitte, bitte. Ah ja, guck mal. Ach, Tröge. Vielleicht sollte ich da auch mal wegtauschen. Ja. So, dann brauchen wir noch die Wasserstelle. Die haben wir nicht mehr, wa? Es sei denn, ich habe sie übersehen. Ich gucke noch mal zurück, aber es sieht tatsächlich nicht so aus, oder? Nee, das war die Akazie. Nee, das sind also Blümchen. Das ist ja ein Spielgerät, Spielgrube. Ach, du lieber Himmel. Ach doch, gucke mal hier. Wunderbar. Eins reicht. Sehr schön. Dann können wir das Gehege auch vollständig machen, ne? Dann würde ich sagen, pack mal die Wasserstelle mal hier hinten ins Eck. Ein Trog ist immer eine feine Sache. Dann schieben wir hier so ein bisschen hin. Ich würde so gern diese Akazie hier mit hinstellen. Ja. Und ein Steinchen vielleicht hier hinten hin. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich denen hier gerade ihr Spielgerät zubaue. Aber gut, macht ja nichts. So. Dann können wir das hier einmal fertigstellen und dann ist das Gehege schon fertig. Na, gucke mal, das ging noch recht flott diesmal. Muss man noch nicht mal einen Zeitraffer-Eingang werfen. Schöne Sache. Dann würde ich sagen, gucken wir doch einfach mal. Das können wir mal rausnehmen. Wir wollen nämlich hier reingehen. Wir gucken einfach noch mal durch unsere Dekos, was wir hier eventuell haben, was wir noch hinstellen können. Was vielleicht auch ein bisschen höher ist, ne? Also diesen Bambus, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wollen wir vielleicht so hier mal diese Zaunecken verarbeiten? Ja, das könnte man ja mal machen, ne? Das war einfach, warte mal. Das ist ein Platz, zwei Platz, dann brauchen wir, glaube ich, hier denn, ne? Jeden dritten? Oder wie? Oder was? Oder keine Ahnung. Wir werden es sehen. Basteln wir doch hier einfach mal ein bisschen Zaun dazwischen. Warum eigentlich nicht? Das wäre denn dieses. Eigentlich muss ich ja das hier nehmen, die Orientmauer. Aber ich finde das hier gerade ganz gut. Ja, guck mal. Das ist doch ganz nett, oder? Das passt dazwischen. Und dann gucken wir trotzdem mal, ob wir da noch ein bisschen was Höheres dazwischen kriegen. Zur Not können wir ja noch einmal runter. Ja, warte mal. Warte mal. Na, vielleicht sowas hier. Dass man sowas damit hinpackt. Einfach nur, um es farblich so ein bisschen, ne, schöner zu haben. Ja, das. Haben wir da was nochmal irgendwie? Was nicht so viel Platz wegnimmt, ne? Wir müssen jetzt echt mit dem Platz geizen. Soweit ist es schon. Ja. Oh, wir haben so viel Krams hier.
So, was bist du? Ein Stinktierkohl? Und du bist ja das Schilfrohr. Das könnte man doch auch hier mit hinsetzen. Guck mal. Ja, das ist okay. Dann haben wir gleich wieder Deko verbraucht und auch mal ein paar Zäune mit verballert, die wir so haben. Entschuldigung. Ja, und dann ist doch die Ecke schon ganz nett geworden. Hier hatte ich ein bisschen rumgebastelt. Wenn man hier so, ne, man kommt ja vom Eingang hier hoch. Und dann geht man ja dann theoretisch hier hoch. Und da hatte ich halt diese Sumpfzypresse hingestellt und die Wege so drumherum gezogen. Jetzt überlege ich halt, ob ich diesen Weg hier noch wegnehme und hier auch noch Wasser hinmache. Ne? Das war dieses Gelbthema so ein bisschen brechen. Da könnten wir ja mal gucken. In die warte mal, nee, nicht alle. Wir machen mal nur Wasser. Wasser wäre cool. Ja, gut, das passt jetzt natürlich nicht so, ne? Was können wir denn hier mal machen? Wir können hier immer noch nicht unterteilen, ne? Hatte ich hier noch irgendeine schöne Wasserdeko, die man setzen könnte? Sowas hier wäre cool. Das wäre richtig passig, finde ich sogar. Ne, was kostet denn das im Vollenden? Ganz schön viel. Können wir also auch Münzen für ausgeben. Was haben wir hier noch? Sowas wäre auch nett. Ah, und dann hört es auch schon auf. Ah, nee, guck mal, ja, sowas. Ruinenwasserspeier. Guck mal, den vollenden wir uns mal. Und dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwas finden, was dazu passig wäre. Na? Ja, so einiges, nur nicht in den Karten. Ziel ist ja, das hier auch so ein bisschen auszudekorieren, ne? Dass man den hier vielleicht so ein bisschen nach da setzt und dann drumherum so ein bisschen Wasserdeko macht. Aber damit würde ich sagen, beschäftigen wir uns die nächsten Male, dass wir auch mal wieder so ein bisschen Deko haben, ja? Muss ja auch mal sein. Ihr Lieben, damit sind bei mir alle Tierchen aus den Truhen eingezogen, auch wenn sich da in den Kommentaren schon beschwert wurde, dass sie schon sehr lange nicht getauscht wurden, bin ich froh, dass ich jetzt noch die Gelegenheit dazu hatte. Ja, wir werden natürlich jetzt noch gucken im Lauf der Zeit, was wir ja, an sich noch Schönes hier platzieren können. An Tierchen, was ich noch so auf Lager habe und so weiter und so fort. Und ich habe ja gesehen, im Terrarium ist auch ein neues Tier verfügbar für Münzen. Und das kann sein, dass wir uns eventuell damit in der nächsten Folge beschäftigen. Weiß ich aber noch nicht so ganz genau. Wir werden es sehen. Ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei gewesen sein. Ich wünsche euch wie immer einen traumhaft schönen Tag und würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also bis dahin, macht es gut. Tschüss.